Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stefans LP und Jurassic Park The Game Folge 9. Ja, unsere liebe Freundin Nima hat den Hubschrauber. Ich weiß nicht, wie die sich befreit hat, aber sehen wir mal, wie es weitergeht. Und zwar landen sie den Heli. Bringen Sie ihn runter! Sofort! Nein! Tun Sie es! Ich knall Sie sonst ohne zu zögern ab! Billy! Ach, der hängt da ja. Oscar, komm hierher! Ich zieh dich hoch! X. Komm schon, Alter! Genauso! X. Komm schon! Noch einmal! Nein! Jetzt wackelt die auch noch den Heli. Was soll ich machen? Sag der Tante, dass sie schon so gut wie tot ist. Wenn Billy, wenn Oscar hochkommt. Deine riesigen Arme. Schaff dich rein. Bei den Muskeln. Und drücken. Der Finger glüht schon. Der glüht. Gleich explodiert die Taste. Ach, willkommen an Bord. Du bist ein verdammt schnurer Mistkerl. Halt! Nicht gut. Wer fliegt denn? Was zum Teufel? Bist du bescheuert? Kein Problem, du schaffst das. Genau. Oscar? Bring uns runter! Sofort! Nie und nimmer! Was soll ich machen? Welche Taste? Haha, nichts. Das war falsch. Oh. Ja, fall raus. Stirb. Nimmer. Auf nimmer Wiedersehen. Das war eine Kopfnuss. Alles klar? Nein. Oh nein. Das ist nicht gut. Ist das Wasser bereit? Das ist echt nicht gut. Ja, zum ausgewogenen Frühstück dieser Dinos gehört jetzt auch Lysin. Juhu, Lysin! Jetzt muss ich das Wasser nur in den Hauptvorrat leiten und wir sind fertig. Das war's, Jess. Wir haben's geschafft. Ach, ist das nicht schön. Jess, komm hier hoch. Das musst du dir anschauen. So wurde das Leben dieser Tiere von der Natur vorgesehen. Wow, bei der ganzen Weglauferei hatte ich bisher noch gar keine gerade. Zeit, sie so richtig wahrzunehmen. Ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Was ist denn mit dir los? Irgendwas stimmt nicht. Oh nein. Nein, Raptoren. Oh nein, ich dachte, sie sind alle tot. Hey, Jerry, weg da! Nicht gut. Jerry! Jetzt geht da drinnen erstmal richtig los, wa? Hinter ihnen! Na. Und jetzt? Scheiße, aber auch. Oh Mann. Oha. Was jetzt? Renn, Jerry, renn. Ei. Aber da ist doch Strom drauf. Daddy! Schnell, Jerry! Noch nicht! Schnell! Oh, jetzt aber. Schnell rauf da. Hui, das war knapp. Boah. Der alte Mann hat's immer noch. Ja, du bist der Held, Jerry. Sie haben Glück, noch zu leben, Jerry. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand einem Raptor davongelaufen ist. Wo kommen die denn her?
Was machen die denn hier draußen? Sie müssen irgendwie aus dem Quarantänegehege entkommen sein. Raptoren sind hochintelligent. Wenn sie ihnen genug Zeit lassen, werden sie auch hier hoch. Würde ich auch sagen. Glaube ich nicht. Hey! Meine Güte. Wir laden. Kinders. Jurassic Park. The Game. Episode 3. Der Eindringling. Da fragt sich, wer ist der Eindringling? Wir sind sicher. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Tja, du wolltest ja noch länger warten. Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Naja, die drei Raptoren da unten sind auf jeden Fall auf der Suche nach euch. Dad, die Raptoren! Sieh nur! Mein Gott, sie versuchen den Turm umzukippen. Er wird standhalten. Das muss ja, er. Ja, klar. Naja, ich will kein Risiko eingehen. Ja, aber wohin? Der Abschuss war übel. Ja, Wir müssen von diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Ach, da gibt's eine Notleiter. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzt. Den Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aussperren. Hoffentlich haben sie recht. Lassen wir die Leiter runter. Ah, Tagebuch ist freigeschaltet. Tagebucheintrag. Ja, ich weiß, Elbe. Bewegt sich nicht. Schon mit dem Riegelversuch? Der Riegel. Oh mein Gott, der Riegel. Oh ja, natürlich. Wie konnte ich denn das vergessen? Man muss ja erst den Riegel lösen, bevor man da was runterdrücken kann. So soll es gehen. Entschuldigung, aber das hört sich ja, als ob er auf der Toilette gewesen wäre. Und wenn sie mir Gewicht einsetzen? Was, sie einen draufstellen? Lebensmüde? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Genau. Liebes, ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin. Ich bin gleich unten. Sie können wirklich. Oh nein. Problem gefunden. Die Leiter ist leicht verbogen. Ja, die ganze Leiter ist leicht verbogen. Vielleicht schaffen wir es mit Gewalt. Das ist bestimmt vom Absturz. Wahrscheinlich. Sieht so aus. Wir brauchen wohl eine Brechstange, um sie auszufahren. Oh, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen, weil wir hier oben kein Werkzeug haben. Warum ist nie da Werkzeug, wo man es braucht? Also ehrlich. Das verstehe ich ja echt nicht. Ja, sagt am Kind mal, alles wird gut. Kleines? Ich will nach Hause. Ich weiß nicht. Ich auch. Alles wird gut. Versprochen. Genau. Also Text haben wir keinen mehr. Da oben könnte man noch hin. Nach oben, nicht nach unten. Ach, die bauen ja überhaupt gar keinen Druck auf hier oben. Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freihebeln. Aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Kriegen die keine Kopfschmerzen, die Dinos? Warum dauert das so lange? Ja, warum dauert das so lange? Gibt's hier oben nicht noch irgendetwas, was ich machen könnte, nehmen könnte, tun könnte? Nee, ich kann da oben nur anpacken. Strom abschalten. Dr. Sorkin, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Wie? Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu Macht schaffen. Macht Sinn.
dann da runter. Drücken wir doch mal auf Y. Okay, die Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Das wäre fatal, würde ich sagen. Hat geklappt. So. Und jetzt. Sie bewegt sich nicht mal, wenn ich drauf spreche. Wie soll ich sie dann allein freigeben? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Na dann schauen wir doch mal. Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Ich bin auch bereit. Okay, Dr. Sorkin, auf drei. Eins, zwei, drei. Gedrückt. Haha. Jetzt aber. Oh. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Dad, was sollen wir tun? Nochmal, auf drei. Eins, zwei, drei. Nein, Jess, warte. Nein. Oh, jetzt. Wie geht's gut, Dad? Ja, jetzt aber rennen. Rennt, rennt. Jetzt sieh, Dr. Sorkin. Okay, ich komme runter. Oh, oh. Oh, oh. Ich werde schon nervös mit dem Finger hier. Ich weiß nicht, wo ich drücken darf. Was los? Aus dem Weg! Ich springe! Oh. Strike. Okay, jetzt hoch und rüber. Ja, machen wir. Und jetzt rennen. Mir geht's gut. Ja. Aber den da auch. Leider. Oh. Laufen Sie, Dr. Sorkin! Was soll ich drücken? Laufen ist meistens irgendwas mit Y oder A. X. Jetzt? Dr. Harding, die Tür! Ja, los! Oh. Zu spät, glaub nein! Ach, du Scheiße! Huch, hupsala! Es war irgendwie schlechtes Timing, würde ich sagen. Fast Dr. perfekt. Harding, die Tür. R, links, A. Und zu. Klappe zu, Affe tot. Yeah. Billy, spring! Billy! Billy! Und jetzt ist er schon wieder einer am Dampfen da. Meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Hoffe ich auch. Komm schon, Amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Okay. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Hat was, ne? Was das Mädchen angeht. Ist sie rausgekommen? Hab sie mit dem Hintern voran rausgeschubst. Okay. Überrascht mich, dass du sie trotz Zeitnot gerettet hast. Wenn man bedenkt, wie nett sie war. Das ist halt ein netter Kerl. Wer sagt, dass ich sie gerettet habe? Okay. Also, der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was ja, jetzt? Gute Ausbeute, würde ich sagen. Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Ach, er macht einen Spaziergang. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Wenn eine Patrone drin ist, macht's trotzdem Bumm. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. Kann ich mir vorstellen. Naja, das Batteriefach brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Oder? Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Meine ich auch. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Würde ich sagen. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber nochmal nach. Tu das. Auf jeden Fall könnte man schön lecker Würstchen rösten. Lecker Bratwurst. Ah, da hätte ich jetzt auch wieder Hunger drauf. Na. Verdammt, da waren alle unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Vielleicht kannst du dir eine neue kaufen. Da kann nichts mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. Ja, genau. Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. Das Mädchen hat einen Namen. Sie heißt De. Nima. Ups. Oscar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht.
Verschieben wir das kleine Treffen. Tun wir. Wieso kann ich denn so weit nach links? Und nu? Da ist doch irgendwas. Schauen wir doch mal nach. Ach, der Rasiersaum. Der sehr wichtige Rasiersaum. Wow, Barbasol. Genau so eine Dose habe ich in San Jose. Oh Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ha, das wäre ein bisschen krass. Hätte, ist dann wohl noch voll. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer, fühlt sich aber voll an. Warum? Oh. Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich wäre paranoid, würde ich sagen. Okay. Zisch. Die Lady hat ein Geheimnis. Ja. Aber für was? Na super. Nicht gut. T-Rex verzieht sich. Sicher? Verdammt, Oscar. Ich habe nur eine Hose dabei. Und Oscar lacht sich an den Fäusten. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Dino-Spuren, keine Nester. Das ist unser neues Basislager. Sieht eher aus wie ein Buffet. Buffett. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Hier. Und was jetzt? Ja, wie lautet der Plan? Wir versuchen, das Ding noch zu reißen. Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Was soll das heißen? Ich könnte das nicht. Definitiv. Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin, aber vielleicht kocht der hübsche Billy. Das wird schwierig. Wenn er das selber schon sagt? Okay. Ach ja, da sind die Raptoren. Die sind also schon darunter. Dios mio. Sie können Türen öffnen. Yep. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Würde ich auch sagen. Raptoren? Hä? Das waren noch gerade drei in einer Tür. Ups. Wie viele Raptoren sind denn noch auf der Insel? Haben wir hier noch irgendwas? Oho. Also zwei sind reingegangen. Er steht noch da und der andere frisst. Dad, sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Du hast recht, Liebes. Wir sollten weiter. Die stehen da noch. Verschlossen. Clever. Irgendwie will ich da nicht rein.
Ei, Dios mio. Mhm. Warum bin ich nicht tot? Tja, frag ich mich auch öfters mal. Tja. Sie haben mich zurückgelassen. Idiotas. Ja. Unsere Zeit für heute ist leider schon wieder rum. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Daumen hoch, Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Jurassic Park The Game. Bye bye, euer lieber Stefans LP.